Eignungstest für das KSK. Alle werden in den nächsten Tagen an ihre Grenzen kommen. Die meisten werden scheitern. Die Höllenwoche ist das Härteste, was man jungen Menschen in einer Demokratie zumuten kann, sagte ein Kommandeur einmal. Und die Männer werden spüren, dass er recht hat. Jeder von ihnen ist mit schwerem Gepäck unterwegs. Leichter werden nur die Bewerber selbst. Jeder verliere in der Höllenwoche bis zu 8 Kilo, sagt man uns. Das Kommando Spezialkräfte versteht sich als Elite, weltweit im Einsatz abgeschottet und hochtrainiert. Sie sind die Besten der Besten. Mich zeichnet diese Männer zunächst einmal aus, dass sie einen Willen zur Leistung haben, der weit über dem steht, was einem sonst in einem beruflichen Leben begegnen kann. Diese Männer haben sich dafür entschieden, eine sehr gefährliche Tätigkeit nachzugehen. Sie haben sich, obwohl sie alle schon Soldaten sind und damit ein gewisses Risiko bereits in ihrem Berufsbild enthalten haben, ja, für das ultimative Risiko entschieden, und sie sind bereit, dieses Risiko ständig einzugehen.